Große Überraschung im Wohnheim Noris Inklusion in Nürnberg. Enrico Valentini hat sich die Zeit für einen Besuch bei den Bewohnern des Hauses genommen. Und für einen war es eine besonders große Freude. Jürgen Schad ist glühender Clubfan und begeistert von Valentini. Es war ein sehr schönes Gefühl für mich. Ich habe mir das schon immer gewünscht, mal mit einem echten Clubspieler einfach mal auch privat sich irgendwie auszutauschen. Und ich werde es nie vergessen. Und der Club ist einfach mein Herzensverein. Bei Kaffee und Kuchen hatte Jürgen dann auch gleich einige Fragen an Enrico. Und ein großes Kompliment für ihn parat. Was mir imponiert hat an Valentini selber, und ich habe ihn ja auch gefragt, warum er zum 1. FC Nürnberg zurückgekommen ist. Und dann hat er gesagt, weil er wollte nach Hause kommen. Und das zeigt mir, dass er für den Club eine Identifikationsfigur werden will und auf jeden Fall auch ist. Nicht nur für Jürgen, auch für Enrico war dieser Besuch nicht ganz alltäglich. Ja, es ist natürlich eine neue Situation für mich, in so einem Wohnheim zu kommen und zu sehen, wie die Leute da leben mit Behinderung. Natürlich, dass der Jürgen da ein riesen Clubfan ist. Ich glaube, das sieht man an seinem Zimmer und wie er auch spricht und an was er sich erinnert und welche Dinge ihm wichtig sind. Und am meisten inspiriert hat mich, dass er gesagt hat, dass wenn er mal keine Lust hat, Gymnastik zu machen, dass er an den Club denkt. Und das motiviert ihn dann. Das ist natürlich eine Riesenfreude, dass ein Verein sowas auslösen kann. Also für mich persönlich eine Riesenerfahrung, muss ich ehrlich sagen. Initiiert wurde das Treffen von 5 Schülern des Ostendorfer Gymnasiums in Neumarkt in der Oberpfalz. Einmal jährlich veranstaltet die Schule einen Toleranztag, um sozial benachteiligte Menschen stärker in den Fokus der Gesellschaft zu rücken und Integration und Inklusion voranzutreiben. Mit diesem Projekt, wo der Enrico Valentini in die Noris-Inklusion gekommen ist, um den Herrn Schad zu besuchen, wollten wir halt ihm einfach eine Freude machen, weil das halt ohne ihn oder ohne Hilfe von anderen Leuten nicht möglich wäre. Und ich glaube, er hat sich auch sehr gefreut. Darf ich rein, ja? Ja, selbstverständlich. Dankeschön. Enrico, kein Problem. Bei der anschließenden Zimmerbesichtigung staunte Valentini nicht schlecht über die Ausstattung von Jürgen und hatte auch gleich ein Geschenk für ihn parat. Ja, Wahnsinn. Wie gesagt, das Club-Bettwäsche sogar. Ja, das ist mein FCN-Reich, sag ich jetzt mal. Sehr schön. So, dann schau mal. Oh. Die kriegst du von mir. Die habe ich im Spiel an. Okay. Die kannst du haben. Dankeschön. Ich habe mich wahnsinnig gefreut und es zeigt mir, dass der Enrico Valentini einfach sympathisch rüberkommt, auch bei seinen Interviews und nicht so abgehoben. Er ist menschlich geblieben, sag ich mal. Soll ich noch was draufschreiben? Ja, wenn du möchtest. Was soll ich draufschreiben? Für deinen Freund Jürgen zum Beispiel oder so. Also ich glaube, man sieht deutlich, was für ein privilegiertes Leben wir als Fußballer führen und wie dankbar wir sein können, dass wir rennen, springen können und alles von uns aus tun können, ohne Hilfe zu brauchen und ein selbstständiges Leben einfach führen zu können. Ich glaube, das hat es mir nochmal deutlich gezeigt und auch welche Verantwortung du dann natürlich als Spieler hast oder auch als Mensch für solche Leute. Verantwortung übernehmen, Integration und Inklusion vorantreiben. Mit Projekten wie diesen leisten sowohl das Ostendorfer Gymnasium als auch der Club einen Beitrag dazu. Und danke für die Schule. Gerne, kein Problem. Dankeschön.